Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin moin, liebe Stammis, es ist Bergfest und das feiern wir natürlich. Die Hälfte der Woche ist um und uns steht noch viel weiterer, hoffentlich geiler Königsklassenfußball bevor, so wie gestern Abend. Das will ich alles besprechen, jetzt am Bergfesttag mit dem Podcast-Papa Florian Witte. Moin Flo. Hallo liebe Stammis, grüß dich Killi. Bergfest rückt ein bisschen in den Hintergrund, wenn die Champions League wieder losknallt. Geiler Tag gestern. Mein Freund und Stammi Frankie hat mir ein Foto geschickt, liegt krank im Bett mit zwei iPads, wo er beide Spiele gleichzeitig gesehen hat. Das ist der Spirit, den wir brauchen, haben wir hier auch gehabt in der Redaktion. Auf allen Bildschirmen lief Champions League. Bisschen chaotisch vom Ton her, aber hat Bock gemacht. Lass uns loslegen und drüber reden, was passiert ist. Ich habe sogar drei Spiele geguckt, Sporting nehme ich noch mit rein, aber darüber reden wir später. Wir fangen an mit dem Kantersieg der Bayern. Die haben Zagreb mit sage und Scheibe 9-2 außer Allianz Arena geschossen und die waren auch noch so geil, das Zehnte zu machen. Das hast du am Ende nämlich richtig gemerkt, die waren sehr geil, hat mir gefallen. Und wir hören rein in die Sprachnachricht von unserem Bayern-Reporter Heiko Niederer und seine Eindrücke im Stadion. Servus Kili aus der Allianz Arena, wo gerade der Schlusspfiff erfolgt ist unter ein wirklich irres Spiel. Ich schaue hier in sehr, sehr viele verwundert blickende Gesichter. 9-2, ja tatsächlich 9-2 gewinnen die Bayern in der Champions League gegen Dinamo Zagreb. Ein völlig irres Spiel. 9-2 klingt natürlich erstmal nach einem Sieg im Spaziergang, aber so war es eigentlich gar nicht. Bayern startete stark in der ersten Halbzeit 3-0, aber nach der Pause, da wackelte man wirklich ganz, ganz bedenklich. Da machte Zagreb plötzlich zwei Tore und war drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Aber hinten raus machte dann Bayern eben noch einige Tore und deshalb sieht das Ergebnis natürlich jetzt ziemlich stark aus. Bayern setzt sich damit zunächst mal an die Spitze der neuen Champions League. 9-2 ist wirklich ein absolut irres Ergebnis. Besonders irre auch Harry Kane mit 3 Elfmetern. Ich glaube, das hat er so oft auch noch nicht gehabt in seiner Karriere. Und er hat ja schon einige Tore erzielt. Also 4 Tore für Kane, 3 davon Elfmeter. Das war richtig, richtig stark. Auch Joshua Kimmich. Richtig, richtig starke Partie, Bildnote 1, ganz viele starke Vorbereitungen gemacht, einige Tore vorgelegt. Also vorne lief es richtig rund bei den Bayern, hinten kann man sich sicherlich noch ein bisschen verbessern. Da wackelte man zwischendurch, wie gesagt, ein bisschen, aber insgesamt natürlich ein sehr, sehr, sehr gelungener Champions League-Auftakt für die Bayern. Ciao! Ja, Flo, worüber müssen wir reden? Ist es Harry Kane? Ist es Manuel Neuer? Ist es die defensive Schludrigkeit für 5 Minuten Anfang der zweiten Halbzeit? Worauf hast du Bock? Na, ein verletzter Neuer, muss man sagen, hat offenbar wirklich einen Einfluss aufs Spiel gehabt. Ich würde sagen, das ist kein Zufall, dass der Stammtorwart rausgeht. Das waren jetzt kein Torwartfehler, aber die Mannschaft vielleicht ein bisschen verunsichert, hat sich schon Gedanken gemacht, was ist da jetzt? Ich glaube, sonst sollte man dieses ganze Spiel nicht überbewerten. Was ich mich wirklich frage, Killi, ist, wer hat Zagreb in die Champions League gelassen? Das ist wirklich so. Mir haben alle erzählt, das ist die Vorstufe zur Super League, da sind nur geile Teams, Duelle gegen Kracher. Ich habe mich wirklich teilweise gefragt, ist jetzt erste Pokalrunde oder was? Trotzdem muss man sagen, und das will ich nicht kleinreden, ist das ein Statement-Win von Bayern. Ja. Die stehen jetzt, sind der historisch erste Tabellenführer. Ich glaube, darauf können wir uns fast festlegen, wenn jetzt nichts Verrücktes mehr passiert, der neuen Champions League. Und das ist erstmal ein Ausrufezeichen. Nur trotzdem, also Zagreb, sorry, ey, das hat das Prädikat Champions League nicht verdient. 15 Tore in 2 Spielen der Bayern sind schon eine offensive Ansage. Und ich muss sagen, ich habe es vor der Sprache von Heiko gesagt, diese Galligkeit auf Tore, die gefällt mir. Die habe ich länger bei den Bayern nicht gesehen. In der dritten Minute der Nachspielzeit rollte der Ball auf die Bayernbank zu ins Aus. Da ist jemand aufgesprungen, hat den ganz schnell wieder ins Spiel gebracht, damit der Einwurf gemacht werden kann. Das stimmt. Also das ist eine Einstellung, das ist eine Geilheit. Da kann man auch sagen, ist doch jetzt alles wurscht, ob wir jetzt 10-2, 9-2, 8-2. Nee, zweistellig wäre schon richtig, krass die gewesen. Die haben richtig Bock gehabt. Und das muss man sagen, das ist das, was man, glaube ich, am allermeisten rausziehen kann. Und eine Sache noch nicht vergessen, so eine Siege, die machen ja auch richtig Bock. Also, ja. Und das kann eine Mannschaft auch zusammenschweißen, da kann eine Dynamik entstehen, auch wenn es sportlich dann nicht den größten Wert hat. So für die Mentalität und die Stimmung in der Truppe, das kann schon ganz geil werden. Ja, und da gehen die Zuschauer auch gerne nach Hause und man möge sich nur mal vorstellen, die 3 Abseitstore wären nicht wegen Abseits aberkannt, dann hätten wir schon 12 Dinger gehabt. Ja. Also das hat schon Spaß gemacht zuzusehen. Harry Kane, Heiko hat es angesprochen, 3 Elfmetertore, insgesamt waren es sogar 4. Da frage ich mich jetzt schon, naja, wer soll den aufhalten in Sachen Tore?
Torjägerkanone in diesem Jahr in der Champions League zumindest mal. Der hat ja auch in der Bundesliga ordentlich genetzt. Olise hat mir gut gefallen. Ja, dieses Ulreich-Ding dann rein. Es waren keine Torwartfehler, du hast es vollkommen richtig gesagt. Ich glaube, da hat die Mannschaft einfach ein bisschen gepennt und dann waren sie auch schnell wieder wach. So. Genau. Und es ist halt Kosmetikfehler, Schönheitsfehler, können wir abhaken. Aber 9:2 ist auf jeden Fall eine krasse Ansage der Bayern. Boah, Kili, kennst du das auch? Du hast dein Datenvolumen fast aufgebraucht und es ist erst Mitte des Monats. Das nervt mich richtig doll. Nee, André, mein Bärchen, kenne ich ehrlicherweise nicht. Liegt aber auch daran, dass ich seit Jahren Privatkunde bei Vodafone bin. Und da gibt's was richtig Cooles, nämlich das Gigadepot. Und damit kannst du dein ungenutztes Datenvolumen in den nächsten Monat ganz einfach und praktisch mitnehmen. Okay, das heißt also, wenn du mal weniger Daten verbrauchst, bleibt der Rest nicht einfach auf der Strecke, sondern wird dann automatisch auch mit in den nächsten Monat genommen. Also ich muss da nichts machen. So sieht's aus, du hast vollkommen recht. Stell dir einfach mal vor, du hast einen Vertrag mit 50 Gigabyte Datenvolumen, aber im letzten Monat hast du nur 47 davon verbraucht. Jetzt hast du 3 Gigabyte übrig und diese 3 werden dann einfach in den nächsten Monat übertragen. Das heißt also, du hast im nächsten Monat statt 50 praktische 53 Gigabyte zur Verfügung. Ja, ich finde ja wirklich, das Beste ist, dass es automatisch passiert. Ich bin so einer, der vergisst auch ständig dann irgendwelche Sachen. Ich muss da nichts anklicken, gar nichts. Nein, du musst nichts aktivieren oder einstellen. Es ist ganz einfach da. Okay. Und EU-Ausland ist auch mit drin. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier, ich bin ja gerne in Holland und so, kein Problem. Richtig, also egal, ob du auf Reisen bist oder einfach mal länger ohne WLAN auskommen musst, mit dem Gigadepot, was ja in Vodafone Gigamobil oder in dem Gigamobil Young-Tarifen enthalten ist, hast du immer und überall ein bisschen mehr Freiheit und auch Unabhängigkeit. Und was für mich ganz wichtig ist, ich kann das nachgucken. Ne? Also ich kann genau sehen in dieser meinen Vodafone-App, wie groß ist mein Gigadepot noch und wie lange kann ich da noch surfen. Genau, also wenn du beim nächsten Mal merkst, dass da noch Daten übrig sind, keine Sorge, das Gigadepot sorgt ganz einfach dafür, dass du sie nicht verlierst. Und wenn ihr, liebe Stammis, auch daran interessiert seid, alle Infos und den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Kommen wir zum VfB Stuttgart. Die haben ein sehr, sehr ansehnliches Spiel gemacht. Generell aus deutscher Sicht war das ein hochemotionaler, geiler Champions-League-Abend gestern zum Zugucken. Julian Agardi war bei der 3:1-Niederlage, die Minimum mal ein Tor zu hoch ausfällt, im Stadion mit dem legendären Santiago Bernabeu. Und da hören wir einmal in seine Sprachnachricht rein. Ja, der VfB Stuttgart lieferte Titelverteidiger Real Madrid einen wirklich harten Kampf, war phasenweise sogar das bessere Team, hatte in der ersten Halbzeit wirklich einige Chancen in Führung zu gehen. Dennis Undaf schoss den Ball an die Latte, nachdem Carvajal ihn abfälschte. Auch Enzo Mio hatte einige gute Torschüsse, genauso wie Jamie Leveling, aber ein ums andere Mal parierte Real-Torhüter Thibaut Courtois wirklich sensationell. Dann kalte Dusche in der zweiten Halbzeit nach nur wenigen Sekunden. Erzielte Kylian Mbappé das 1:0 für Real, aber auch davon ließ sich der VfB nicht unterkriegen. Dennis Undaf köpfte tatsächlich nach einem Eckball von Rieder den Ausgleich und dann war es der Ex-Stuttgarter Antonio Rüdiger, der Real erneut mit 2:1 in Führung brachte. Endrick gelang in der Nachspielzeit dann noch das 3:1. Dennoch ist das wirklich eine Leistung, für die sich die Stuttgarter nicht schämen müssen. Trainer Sebastian Hoeneß hat es wirklich geschafft, die Jungs hier hervorragend einzustellen. Und jetzt geht es ja schon am Sonntag mit dem nächsten Hammerduell für den VfB weiter. Dann empfangen die Stuttgarter zu Hause nämlich Borussia Dortmund. Flo, wir haben gestern in der Vorschau-Episode auf dieses Spiel noch drüber gesprochen. Ja, gegen Real tippt man eigentlich nicht, aber wenn was möglich ist, dann vielleicht jetzt in dieser Situation, wo sie in die Liga nicht so phänomenal reingestartet sind. Und es war ja ganz lange etwas möglich für den VfB. Die haben es richtig gut gemacht. Allein in den ersten 15 Minuten hatten sie Chancen wie am Fließband. Da haben wir uns alle irgendwie verwundert, die Augen gerieben. 5:2 Torschüsse in den ersten 15, 91% Passquote, 71% Ballbesitz für den VfB. Die 3-4-mal die Chance aufs 1:0 haben, machen es nicht, gehen mit einem 0-0 rein und kassieren dann relativ früh den Gegentreffer nach 22 Sekunden nach Wiederanpfiff durch einen Abwehrfehler. Ich will da Mittelstädt keine Schuld zuschieben, aber es sind leider ein, zwei individuelle Fehler zu viel, die dem VfB dort einen Punkt kosten, den sie total verdient gehabt hätten. Genau, das ist aber, glaube ich, klassisch. Ich glaube aber, dass Stuttgart aus diesem Spiel eine Menge ziehen kann für die Bundesliga, wo es ja nicht so lief, wie man sich vorgestellt hat. Die ersten 3 Spieltage in Summe muss man sagen, das war ein richtig geiler Auftritt. So muss man es machen, so haben wir es uns gewünscht. So haben sie es auch angekündigt im Übrigen. Ja. Das muss man sagen. Die haben Wort gehalten. Undaf, der gesagt hat, hier ist nichts mit genießen, ich will gewinnen. Der saustark war. Dieses Privatduell mit Rüdiger, wie der sich da auch reingeknallt hat. Was mich dann wieder wundert, ich bin ja eigentlich großer Rüdiger-Fan in der Nationalmannschaft. Ich finde den geil. Ich finde geil, dass der bei Real Madrid ist. Ich finde, das ist so
so ein Beißer, so ein bisschen rotzig manchmal. Aber als der dieses Tor gemacht hat, was ja dann das 2:1 aus Sicht von Real war, da war ich richtig wütend auf den. Hau ab, Rüdiger, habe ich gedacht, jetzt jubel doch hier nicht so hässlich. Ja, was du bist soll doch, das? Du bist ja. doch einer, der sich freut über ja, Jubler vom aber Ex-Verein. Da sieht man mal, wie involviert ich war und wie sehr ich das für Stuttgart gefühlt habe und wie ja. sehr ich das Ding gegönnt hätte. Ich glaube, Stammis, da ging es euch in ganz Deutschland so. Da, ich hätte denen den Punkt so gegönnt. Am Ende muss man sagen, da setzt sich halt die Klasse durch. Darum kostet der Kader 4, 5, 6 mal so viel von Real. Aber aus dem Spiel können die eine ganze Menge lernen, ziehen an Emotionen und für die Bundesliga mitnehmen. Du, wenn sie so mit Cojones gegen die großen Mannschaften spielen, jetzt auch am Wochenende, Milo hat sich da reingeknallt, Stiller hat sehr kreativ gespielt, Leveling mit seiner Schnelligkeit, Undaf da vorne sehr giftig, aggressiv. Dann auch werden gegen die ihre Siege in der Champions League holen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, und sie hatten Real phasenweise sogar echt mal vorgeführt. Ich denke da nur an Vasquez, der einen Fehlpass nach dem anderen gespielt hat, wobei ich da auch nicht verstehe, warum geht ein Carvajal in die Innenverteidigung, wenn du Eder Militao noch auf der Bank hast, da will ich jetzt Ancelotti nichts vorwerfen, vielleicht war das irgendwie auch gewollt, aber es hat nicht so richtig funktioniert und schade, dass sie da einfach nichts mitgenommen haben, aber ich bin mir sicher, so wird der VfB in der Champions League mal mindestens unter die Top 24 kommen und wird die Chance haben, in den Playoffs zu spielen. Lass uns einmal auf die anderen Ergebnisse gucken, die gestern noch waren. Die frühen Spiele, Aston Villa gewinnt deutlich bei Young Boys Bern, 3-0, haben wir nichts anderes erwartet, Young Boys ist Letzter in der Schweizer Liga, was soll da passieren? Und in unserem Power Ranking. Ja, vielleicht könnt ihr eine eigene auch. Champions League mit Zagreb aufmachen. Genau. Ja. Bern hat das Power Ranking bestätigt. Na, Bratislava spielt heute noch bei Celtic Glasgow. Also da haben wir den nächsten Kandidaten. Juve gewinnt zu Hause 3-1. Sehr deutlich. Gegen Eindhoven habe ich enger erwartet. Ich habe ja viel geguckt, habe ich gesagt, am Anfang der Episode. Sporting gegen Lille 2-0. Dort habe ich ein Debast-Tor gesehen, ein Megator. Ich glaube, du hast nicht gesehen. Aus so 30 Metern Volley-Drescher rein ins Eck. Also der war so schön, guckt euch da gerne die Highlights nochmal an. Und ich habe dann einen Mega-Stürmer gesehen mit Gökeres, ist ein Schwede, der 2020 mal bei St. Pauli gespielt hat, war ausgeliehen von Brighton. Der Mann ist mittlerweile 65 Millionen Euro wert, ist letztes Jahr aus England für 24 zu Sporting gegangen, ist da sowas von eingeschlagen, hat auch in der Liga nach 5 Spielen schon wieder 8 Tore. Also der macht richtig Bock. Das ist der nächste heiße Mittelstürmer für einen europäischen Top-Club im kommenden Sommer, da rechne ich fest mit. Und Milan verliert zu Hause 1-3 gegen Liverpool. Auch ohne Klopp funktioniert es in der Champions League, ja. kann man sagen. Und die sagen 1-0 hinten, sind ja. wiedergekommen, haben dann sehr souveränes runtergespielt. Und Sporting hattest du ja eh als Überraschungsmannschaft. Da hatten wir generell, ne? Ja. Im Power Ranking Platz 9 bei uns und die werde ich mir öfter zu Gemüte führen, weil der Fußball macht echt Spaß, so wie sie es gemacht haben. Dann lass uns kommen zu dem Champions League Tag Nummer 2 heute von insgesamt 3 und unserem kleinen Vorbericht zu Brügge gegen den BVB. Wir haben heute nur eine deutsche Mannschaft dabei, Leverkusen und Leipzig dann erst morgen. Für uns vor Ort in Brügge ist BVB-Reporter Jonas Ortmann und der kommt mal mit einer kleinen Einschätzung, wichtigen Themen um die Ecke. Es geht da unter anderem um Emre Can. Hallo Kilian, liebe Grüße aus Brügge, wo die Sonne am späten Abend noch scheint und gerade das Abschlusstraining im Jan-Breidel-Stadion zu Ende gegangen ist. Auch der BVB-Boss war da, Hans-Joachim Watzke saß auf einem Klappstuhl hinten in der Sonne neben Geschäftsführer Carsten Kramer und hat sich seine Jungs angeschaut, die heute die ersten Punkte für die neue Champions-League-Tabelle beim FC Brügge einfahren wollen. Es ist das erste Spiel als Chef an der Linie von BVB-Trainer Nuri Sahin in der Champions League. Er hat gesagt, ja, er wusste es gar nicht, dass er jetzt der jüngste Trainer der aktuellen Champions League-Saison ist, hat sich bei mir für die Info bedankt und sagt aber auch, ja, es ist eine große Ehre für ihn, es wird nie selbstverständlich sein, Champions League, diese Hymne zu hören, aber er hat auch klare Ziele, man will weiterkommen, hat man klar formuliert, ja, und die vergangene Saison hat eben einen Auftrag hinterlassen an die BVB-Mannschaft, denn Borussia Dortmund hat gezeigt, dass sie eine Macht in Europa sein können und das wollen sie in dieser Saison auch wieder sein. Personell gibt es gar nicht so viel spannende Sachen zu erzählen, Chiavettchen und Cole Kempel, zwei Talente, spielen in der Youth League, Girona ist weiter verletzt, dafür umso bemerkenswerter, was auf der anderen Seite auf der PK gerade zu Ende gegangen ist, denn Emre Can hat seinem Frust freien Lauf gelassen, hat über die Kritik an seiner Person gesprochen als Kapitän und hat gesagt, er fühlt sich ungerecht behandelt. Er sagte, er habe gute Leistungen gezeigt, er habe eine gute EM gespielt und er könne nicht nachvollziehen, dass er dann immer so als derjenige herausgepickt wird, der schlechte Leistungen bringen würde. Er sagt, das sind Fakten, es ist die Wahrheit. Und ja, das wird natürlich sein Einsatz, wird heute Abend dann echt zum Politikum, denn traut sich Nuri Sahin noch einmal, wie am vergangenen Freitag, seinen Kapitän wirklich auf die Bank zu
durchzusetzen, dann wird das Thema natürlich noch einmal größer. Ich hatte in der Stammplatz-Vorschau, vielleicht erinnert sich der ein oder andere ja schon mal gesagt, dass das Thema Emre Can schnell auf den Tisch kommen könnte, denn mit Pascal Groß, dem neuen Strippenzieher, mit Marcel Sabitzer, der in der Vergangenheit sehr stark für Borussia Dortmund gespielt hat, ja, und jetzt eben überraschend auch Felix Metscher, die Konkurrenz sehr groß ist. Also da bin ich heute auf den Aufstellungsbogen mal sehr gespannt, wer da dann am Ende draufsteht, ob Emre Can draufsteht. Das Abschlusstraining ist gerade zu Ende gegangen. Nuri Sahin wird sich seine Gedanken machen. Auch er war etwas überrascht über die klaren Aussagen von Emre Can. Hat sich natürlich vor seinen Spieler gestellt, sagt, Emre ist, wie er ist. Wenn er das so zum Ausdruck bringen möchte, ist das sein gutes Recht. Schauen wir mal, was dann heute Abend auf dem Platz passiert. Ob er spielen darf, ob er da eine Reaktion zeigen darf. Wir werden sehen. Ich werde euch eine Sprachnachricht schicken. Ja, Flo, die Aussagen von Emre Can, ich habe es mir dann auch nochmal angeguckt auf der PK, waren relativ deutlich. Ich muss nur sagen, ich bin trotzdem etwas verwirrt zurückgeblieben, weil ich nicht so richtig weiß, an wen sie adressiert sind. Sind sie an uns Medien? Sind sie an einige Fans, die irgendwas kommentieren, was ihn eigentlich als Vollprofi nicht jucken sollte? Sind sie vielleicht sogar Richtung Bosse und vielleicht sogar Nuri Sahin adressiert? Ich weiß es nicht. Hast du einen Gedanken? Mir ging es genauso. Erstmal finde ich es gut, dass ein Spieler so ehrlich seine Meinung sagt, das muss ich mal sagen. Ja. Mein Gefühl war eher, dass es an uns Medien gerichtet war. Und ich glaube nicht, dass er sich als frisch gekürter Kapitän mit dem neuen Trainer jetzt verscherzen will. Also bin ja, ich so frisch ist er ja nicht mehr. Es ist ja immerhin schon ein Jahr. Aber Sahin hat ihn ja behalten. Ja, jetzt, ja, klar. So meinte ich das. Glaube auch schon, dass er möglicherweise oft einen Tick zu negativ gesehen wird von der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass das daran liegt, weil er einfach ein unspektakulärer Spieler ist. So ein robuster Spieler, ein Kämpfertyp. Die haben es selten, das muss man sagen. Das ist ja auch der so. Der fällt halt nicht mit Torstatistiken der auf. Der fällt nicht mit Torstatistiken auf. Der fällt aber öfter mal auf, wenn er dann Bock hat. Wenn der aber ein sehr gutes Spiel macht, fällt das dem 0815-Fan und dem Mainstream wirklich nicht auf. Da sagt keiner Wahnsinn. War ja auch so ein bisschen immer das Toni-Kroos-Problem, muss man sagen. Querpass-Toni, so diese ganzen Geschichten. Nicht, dass ich auf eine Stufe stellen will. Ja, Toni Kroos war dann torgefährlicher. Aber so ein bisschen ist es so dieses, wenn das BVB-Spiel funktioniert und es passiert nichts Großartiges, dann hat Can in der Regel ein gutes Spiel gemacht, hat aber nicht richtig für die Öffentlichkeit geglänzt. Und darum gebe ich ihm den Punkt so ein bisschen, ob man das denn jetzt da so öffentlich machen muss oder nicht vor so einem Spiel, weiß ich nicht. Grundsätzlich finde ich es gut. Ich glaube, er hat zwei wesentliche Nachteile. Zum einen ist das die aktuelle sportliche Konstellation, dass so Spieler wie Pascal Groß oder auch Marcel Sabitzer sich in der Vergangenheit einfach mehr in den Fokus gespielt haben und du als Außenstehender oder vielleicht auch als BVB-Verantwortlicher mehr das Gefühl bei den beiden hast, dass sie dir Sicherheit geben. Und das ist ja eine sicherheitsrelevante Position, auf denen die drei Leute spielen. Mit Emre Can. Und für Groß wurde Geld bezahlt, genau. Muss man sagen. Und dann, naja, für Emre Can damals auch eine ganze Menge, muss man sagen. Ne, als ja, aber es ist schon ein bisschen her, du weißt doch, das frische ja, Neuzugänge, ne, das ist natürlich... Klar, ja. Und das, was du angesprochen hast, ja, er kann nicht durch das Statistiken glänzen und was bei Emre Can, egal ob er jetzt mal 4, 5 Spiele oder ein halbes Jahr gut spielt, immer bleibt, aufgrund der Vergangenheit und seiner sportlichen Historie, ist, dass du ihn auf sicherheitsrelevanten Positionen siehst und du hast jedes Mal Angst, dass ihm Fehler unterläuft. Ganz, ganz oft. Das ist teilweise so wie bei Upamecano. Upamecano wird auch in Deutschland keinen 100% positiven Blick mehr bekommen von der breiten Masse. Weil du immer dieses Gefühl hast, oh, da könnte gleich was passieren. Ja. So, und deswegen wird Emre Can einfach mehr kritisiert, teilweise, und du sagst es richtig, auch zu Unrecht, weil auf der anderen Seite ist er ein total vielseitig einsetzbarer Spieler, der eine gute Persönlichkeit hat, der stark ist, der Willen ausstrahlt, was Dortmund in der Vergangenheit eigentlich immer mal gefehlt hat. Aber das wird da halt nicht mehr los. Muss man leider so klar sagen. Gut, dann lass uns nochmal ganz kurz auf die weiteren Partien heute gucken. Vergnügungssteuerpflichtig ist wahrscheinlich auch eher nicht Bologna gegen Donetsk. Wir haben noch den Klassiker auf Champions-League-Niveau Celtic gegen Bratislava. Sorry, wir machen uns ein bisschen lustig, weil es halt einfach 36 Teams jetzt mittlerweile sind. Nimmst uns nicht übel, liebe Stammis. Dann haben wir Sparta Prag gegen Salzburg. Klingt für mich eher noch nach Europa League. PSG gegen Girona. Ja, da ist zumindest mal eine Mannschaft Champions League. Da ist schon ein bisschen Musik. Da ist schon ein bisschen ja, Musik drin. Girona und dann auch, haben wir richtig Musik, mein Freund. Man City gegen Inter Mailand. Ja, da das ist Champions League. Da fängt es dann an, gut zu schmecken, finde ich. Ansonsten, das sei uns nochmal gestattet. Es ist halt wirklich so. Man es muss ist halt aufgeblasen für Geld. Es ist aufgeblasen und es ist auch so, ich würde nicht sagen, dass es vielleicht bei Bologna gegen Donetsk oder Celtic gegen Bratislava nicht mal ein geiles Spiel geben kann. Aber Champions League ist halt für mich halt wirklich was anderes. Und sorry, Zagreb hat das leider so ein bisschen bestätigt. Ja, sind halt sichere Punkte für unsere deutschen Mannschaften, weil der BVB spielt zum Beispiel auch noch gegen Zagreb. In diesem Sinne, Deckel drauf, schönen Mittwoch, schönen Bergfesttag euch, liebe Stammis, und dann viel Spaß heute Abend beim Champions League gucken. Ciao, ciao. Deckel drauf, macht's gut, tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
We'll be right back.